Freunde, im heutigen Video werden Banani, Emily und ich Verstecken spielen, aber mit einem kleinen Twist, denn wir dürfen uns nur bei einer Farbe verstecken. Also ich werde mich zuerst verstecken, dann darf ich mich nur bei Blau verstecken, Emily darf sich nur bei Pink verstecken und Banani darf sich nur bei Grün verstecken. Was? Nein, du lass dich nur bei Gelb verstecken. Du bist doch eine Banane. Oh, man fängt ja schon mal gut an. Und ich würde einfach mal sagen, wir quatschen gar nicht so lange rum, sondern Banani, du musst als erstes suchen. Let's go, Emily. Wir dürfen uns verstecken. Ja, Freunde, lasst alle einen Daumen nach oben da für Banani. Und schreibt alle in die Kommentare Banani Army. Okay, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ich darf mich nur bei Blau verstecken. Emily darf sich nur bei Rosa oder bei Pink verstecken und Banani, ja, der muss erstmal suchen. Moment mal, solange der zählt, kann ich ja mal hier gucken. Hier im Arcade-Center gibt es auf jeden Fall, oh, ganz viel Blaues. Und ich glaube, hier hinten beim Automaten, ja, da können wir uns verstecken, indem wir uns einfach ein bisschen kleiner machen. So, das passt schon. Okidoki. So, ich bin auf jeden Fall versteckt. Und wie sieht's bei dir aus, Emily? So, ich muss mich jetzt erstmal kleiner machen. Um mich zu verstecken, muss ich mir das hier holen. So, Freunde, wichtig. Und jetzt nehme ich mir diesen Spind, kann mich hier reinstellen, Schüler einfach wieder wegmachen. Und jetzt, ich war nie hier, Freunde. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Und wenn nicht, dann werde ich euch essen, wie eine kleine Banane. Okay, Lami, zuerst mal werde ich dich finden. Und du darfst dich ja nur bei Blau verstecken. Mal gucken, was hier alles so blau ist. Oh, Club? Wow, ich mache hier Party. Naja, im Club sind die auf jeden Fall nicht. Was ist noch alles blau in Brookhaven? Warte mal, die Polizei ist auch ein bisschen blau. Lami, bist du dieser Teppich hier? Hallo? Naja, wir gucken einfach mal weiter. Im Kindergarten ist auch ganz viel blau, aber erstmal muss ich hier Basketball spielen und... nein, erstmal muss ich treffen, sonst werde ich nicht weiterspielen. So. Ja, getroffen! Hä? Was macht Banani gerade da? Lami, bist du hier vielleicht? Hier ist auch alles blau. Aber hier ist, glaube ich, nicht der kleine Lami. Lami, wo bist du? Vielleicht ist er auch in der Schule. Der Spind ist ja auch blau. Oh, wei, oh, wei. Okidoki. Hallo? Lami? Nein. Hier ist aber wenig blau. Manu, ich brauche eure Hilfe. Wo ist Lami und wo ist eigentlich Emily? Oh, oh. Ich glaube, Banani ist ganz in meiner Nähe, Freunde. Oh Gott, da ist er. Ich muss jetzt ganz leise sein. Ich muss jetzt mein Bananenauge aktivieren. Hier muss doch irgendwo jemand sein. Oh, hier stinkt es irgendwie. Eigentlich hätte ich gedacht, dass Lami in einem von diesen Spinden drin ist. Moment mal. So, das checken wir alles ab. Hallo? Nö. Vielleicht im Direktorraum. Moment mal. Warte. Eine Sekunde. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Emily, ich glaube, ich habe dich gefunden. Das war's wohl. Ich bin aufgeschmissen. Wie hast du mich gefunden? Tja, das alles nur dank meinen Bananenkräften. Aber Lami habe ich immer noch nicht gefunden. Wo ist der eigentlich, der Stinker? Dann komm einfach mal mit, Banani. Okay, ich komme. Banani, vielleicht habe ich Lami eben in diese Richtung rennen sehen, aber das hast du nicht von mir, okay? Okay. Hat Lami etwa heute Geburtstag? Happy Birthday, Lami! Wow! Ich spiele erstmal hier das Motorradspiel. Ich werde gewinnen. Oh nein, ich werde gewinnen.
bald die Erste sein. Niemals. Oh, yippie, ich gewinne. Nein, da ist eine Banane. Wollten wir nicht Lami finden? Oh, warte mal. Lami, ich hab dich gefunden, du Furzkopf. Sag mal, Banani, wen nennst du hier eigentlich Furzkopf? Oh Mann, ey. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich suche jetzt in der zweiten Runde und ihr zwei dürft euch verstecken. Nicht vergessen, Banani, du nur bei Gelb verstecken und Emily, du weiterhin bei Pink verstecken. Okay, schnell weg hier. Let's go, Lami. Tschüss, viel Spaß. Und, du musst dich auch mal verstecken, Banani. Ich mach immer noch den Siegestanz. Ich hab dich gefunden, du bist so ein Noob. Yippie. Oh, dann wollen wir mal. Ciao, Lami. Viel Spaß beim Zielen. Was ist denn eigentlich alles so gelb hier in Brookhaven? Moment mal, ich muss mich auch erstmal klein machen. So, die haben das ja auch gemacht. Dann darf Banani das natürlich auch. Okidoki. Und ich glaube, ich habe eine kleine Idee, Freunde. So, ich gehe einfach hier hin. Ganz leise. Da ist der kleine Lami. Und hier ist ja auch gelb. Also verstecke ich mich einfach hier, wo Lami sich versteckt hat. Ist das nicht schlau? Okay, Freunde, das ist zwar nicht das beste Versteck, aber ich muss mich bei Pink verstecken, oder? Ich gehe einfach hier hin. Ja, hier ist, denke ich, auch okay. Und hier ist so mehr Pink und mehr Rosa. Das nehme ich, Freunde. 98, 99 und 100. Okay, ich würde sagen, ich suche euch jetzt und ich werde euch auf jeden Fall finden, ob ihr wollt oder nicht. Okay, Moment mal. Erstmal muss ich nachdenken, was ist alles pink hier in Brookhaven und was ist eigentlich alles gelb? Eigentlich sehe ich hier fast gar nichts, was gelb ist. Moment mal, vielleicht... im Kindergarten, also hier im Adoptionscenter. Hier ist auf jeden Fall einiges gelb. Hier könnte sich Banani versteckt haben. Oder auch... Und... Oh, was? Nein, der hat sich nicht hier versteckt. Okay. Und wo hat sich eigentlich Emily versteckt? Wenn du das wüsstest, Lami, ja, dann hättest du ja schon gewonnen. Nee. Such erstmal Banani. Und danach kannst du langsam mich suchen. Naja, um ehrlich zu sein, muss ich erstmal Stellen suchen in Brookhaven, die pink und gelb sind. Also, ich glaube nicht, dass du dich nochmal im Spinn versteckst. Nee, guck lieber erstmal die gelben Stellen an. Die gelben Stellen? Was ist denn alles gelb? Moment mal, ist das da oben Banani? Nee, das ist, glaube ich, nur eine Lampe, oder? Oder vielleicht täusche ich mich. Und, ja, das ist doch nur eine Lampe. Oh, Mano, hier ist ja wirklich gar nichts gelb oder pink in Brookhaven. Wo habt ihr euch bitte versteckt, ey? Das Einzige, was so ein bisschen pink ist, ist hier der Friseur. Oder warte mal, da oben! Emily, ich weiß ganz genau, wo du bist. Du bist genau hier beim Partyplanner irgendwo. Hinter diesem Schrank. Da bin ich. Hey? Ja, schau's dir genau an. Da bin ich, Lami. Nee, hier bist du nicht. Heißer? Am heißesten? Ach, Mann, ey, halt den Mund. Du bist hier nicht. Warte, das ist lila. Hier ist rosa. Nein. Doch, du bist farbenblind. Ich hab dich! Alter, du kannst mich doch nicht so erschrecken. Ich hab mir fast in die Hose gemacht. Du Loser. Warte mal, als Bestrafung musst du dir jetzt erstmal die Haare färben. Und zwar pink. Oh. Ganz, ganz pink. Okay, toll. Dann wollen wir mal. Und. Komm schon. Yeah! Das sieht irgendwie... Ich sehe aus wie dieses Mädchen von Lazy Town. Ja, das sieht auf jeden Fall richtig lustig aus. Aber kennst du hier noch gelbe Stellen in Brookhaven? Warte mal. Das Einzige, was ich gerade sehe, ist im Arcade-Center. Aber der würde sich doch nicht nochmal da, wo du dich versteckt hast, verstecken. Nee, warte mal. Das würde der nicht machen, oder? Das würde der nicht machen, Banani. Oh Mann, ey. Was?
Ich hab's dir voll gezeigt, Lami. Ich hab gewonnen. Wo sind meine Bananen? Ich kann's nicht fassen, ey. Diese blöde Banane hat sich einfach bei meinem Versteck versteckt. Na gut, dann würde ich sagen, Emily, du musst auch noch einmal suchen, okay? Let's go. Ihr habt 10 Sekunden. 10. Was? 9, 10 Sekunden Zeit? 8, wie soll ich das denn schaffen? 7, oh Mann, ey. Sag mal, Lami, wollen wir uns nicht vielleicht zusammen verstecken? Zusammen verstecken mit dir? Nee, lass mal. Obwohl, Banani, ich hab da so eine kleine Idee. Wie wär's, wenn wir beide einfach nochmal hier hingehen? Ist das nicht schlau? Oh, ja, das ist mega schlau. Denn hier ist blau und gelb. Ja, hast du recht, der Boden ist blau und die Wand ist gelb. Oh Mann, Banani, wir sind so schlau. Okay, Freunde, ich habe mich jetzt wieder groß gemacht und zum Glück sind meine Haare nicht mehr pink. Aber jetzt muss ich Banani und Lami suchen. Banani darf bei gelb und Lami bei blau, war das? Okay, und ich muss sagen, es gibt ziemlich viel blau, aber richtig wenig gelb hier in Brookhaven. Ich glaube, ich suche erstmal. Warte mal, hier ist wirklich ziemlich viel blau und gelb. Oh Mann, ich werde die jetzt in einer Sekunde finden. Wartet ab, Freunde, schaut genau hin. Schaut an, wie der Profi das macht. Okay, hier waren sie schon mal nicht. Hallo, ist hier ein Lami? Kein Lami, okay. Aber dann, Freunde, ist Banani ganz sicher hier. Ich hab dich nicht gefunden. Was? Wo ist denn noch Gabe, ey? Der kann sich doch nicht überall verstecken. Lass mich mal kurz überlegen. Ich hab's, die beiden sind bei der Daycare. Oh Mann, ey. Jetzt hab ich euch. Okay, Lami versteckt sich bestimmt hier in diesem Rohr. Okay, hallo, ist hier ein Lami? Nö, irgendwie nicht. Ja, okay, dann suchen wir mal weiter. Ich gehe mal rein. Ist hier irgendwo gelb? Oh, ich hab dich. Oh, Mist. Doch nicht. Lami, ich wette mit dir, die sucht gerade im Kindergarten, aber die wird uns niemals finden. Oh ja, du hast recht, die wird uns wirklich niemals finden. Dreimal im selben Versteck, darauf wird die niemals kommen. Und da würde ich erstmal sagen, darauf erstmal eine Banane. Oh, hey, ist nicht die Banane, das ist mein kleiner Bruder. Nein! Boah, ich hab jetzt wirklich überall gesucht und ich finde die beiden nicht. Freunde, ich habe noch nie so viel von Brookhaven gesehen. Ich habe Orte gesehen, die habe ich noch nie gesehen. Aber die beiden finde ich einfach nicht. Kommt endlich raus! Oh Mann, ey, Emily sucht so lange. Wir können hier einfach Motorrad fahren. Die wird uns eh nicht finden. Das macht so viel Spaß. Ich liebe es, Verstecken zu spielen. Vor allem, wenn Emily sucht. Die ist so ein Noobie. Warte mal. Höre ich da gerade 2 Motorräder? Ich glaub's gar nicht. Was macht ihr zwei denn hier? Ihr habt euch wieder im Arcade Center versteckt. Was seid ihr denn für welche? Oh Mann, du hast so lange gebraucht. Naja, wie kommst du denn auch nicht darauf, einfach hier zu suchen? Hier ist doch ganz viel blau und gelb. Alter, ich gehe jetzt erstmal zu McDonald's. Tschüss. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche coolen Videos nie wieder verpasst. Und Freunde, links und rechts seht ihr noch die letzten 2 Videos. Die müsst ihr auch unbedingt abchecken. Sonst kriegt ihr einen Popo-Klatscher von Banani. Aber Freunde, wir sehen uns dann morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao. Tschüss.